Die letzten 10 Tage waren total wild. Erst war ich bei Perucaville, dem Elektrofestival. Und dann war ich in London unter anderem bei ABBA. Einige von euch habe ich dabei auch getroffen, aber ich hänge total durch. Ich bin total im Sack, genauso wie das Thema heute. Was eine Überleitung. Wir sprechen über Spermatozele, eine Hydrozele, eine Wasseransammlung im Sack am Nebenhoden. So, damit sind die Keywords gesetzt. Los geht's. Ganz kurze Erinnerung, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Hier, so sehen wir unten rum aus. Wir sehen vorne den Schwanz und dann haben wir den Hodensack mit der Hode und dem Nebenhoden. Also davon natürlich immer zwei, aber wir sehen es ja von so, also ihr wisst es. Nun gut, also unser Hodensack hat ja nicht nur diese beiden Eier, sondern eben auch dieses Glibberzeug drumrum. Das sind die sogenannten Nebenhoden. Wenn ihr euch wahrscheinlich jetzt in dem Moment an euren Sack packt, dann merkt ihr, dass an eurem Hoden noch so ein Geglibber, so ein schwabbeliges Zeug ist. Das sind die Nebenhoden. Die hat jeder Mann. So sieht das nun mal aus. So, was ist jetzt eine Hydrozele? Hydro, Wasser, Zele, Zelle. Egal, das kann passieren, wenn ihr einen Schlag in die Eier bekommt oder ihr habt euch irgendwie verletzt oder seid entzündet, habt eine Hoden-Nebenhodenentzündung, dann kann es passieren, dass sich da unten Wasser ansammelt, also so. Oder meistens obendrauf. Diese Wasseransammlung merkt man aber nicht. Das bedeutet, eine Hydrozele tut normalerweise nicht weh. Man kann sie vielleicht ein bisschen ertasten oder aber, wenn sie sehr fortgeschritten ist, dann kann es sein, dass der ganze Hodensack auf der jeweiligen Seite anschwillt. Dann weiß man, oh, ich habe da wahrscheinlich irgendwie was. Die sind in der Regel ungefährlich, denn meistens bilden sich solche Hydrozelen, solche Wasseransammlungen von alleine wieder zurück. Es ist also überhaupt keinen Grund, da jetzt irgendwie Panik vorzuschieben. Erst wenn die aber wirklich lange, und wir sprechen da von mehreren Monaten, und dann vielleicht auch wehtun oder sie so ein Gefühl von Gewicht vermitteln, dass man meint, so irgendwie ist mein Sack auf der linken oder rechten Seite aber schon schwerer, dann kann man das wegoperieren lassen. Aber auch wenn dieser Eingriff recht harmlos ist, kann es sein, dass bei der OP der Nebenhoden oder der Samenleiter verletzt wird. Und dann kann es eben sein, dass man auf der jeweiligen Seite nicht mehr so fruchtbar ist. Das sollte man also vor der OP, wenn man noch recht jung ist und noch eine Familie vor sich hat, also eine Familienplanung vor sich hat, dann sollte man das wissen, wenn man zu der OP geht. Wenn du mehr über eine Nebenhode allgemein wissen willst, dann guckst du in das Video, da habe ich ein bisschen mehr darüber erzählt. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, die Jungs fragen, abonnieren, die anderen Videos schauen. Wir sehen uns demnächst wieder, ihr wisst, wie es läuft. Bis dann, macht's gut, tschüss!